Liebe Conny, schön, dass du bei mir bist. Ja, freut mich auch sehr. Du beschäftigst dich seit vieler langer Zeit schon mit dem Thema Gesundheit, gesundes Essen, gesunder Mentos. Also das sind deine Themen. Also ich habe einen YouTube-Kanal gegründet, der heißt Conny Pure. Da geht es hauptsächlich ums Thema gesunde Ernährung, aber auch gesunder Lifestyle im Allgemeinen, auch gesunde Psyche letztendlich und Bewegung. Und kommuniziere das ja auch über meinen Instagram-Account. Und ich möchte einfach hier inspirieren und die Leute begeistern für diesen gesunden Lebensstil. Conny, dann würde ich sagen, wir schauen einmal ein bisschen, schauen uns mal die Kräuter an und du erklärst uns ein wenig dazu, was denn für was am besten ist, was für was gesund ist und was vielleicht gegen das eine und das andere Zipperlein auch helfen könnte. Sehr, sehr gerne. Conny, jetzt sind wir am Biomarkt und da gibt es auch Bio-Kräuter, Kräuter, ja, die sonst so eigentlich selten zu sehen gibt. Hier habe ich ja schon gesehen, da sind ganz viele Sachen, die auch so ein bisschen in die Wildkräuterrichtung gehen, Medesüß zum Beispiel da vorne oder auch in Kräuter, die so einen richtigen, ja ich sag mal so einen energetischen Mehrwert haben, wie jetzt hier dieses Jogolan. Das ist eigentlich so diese, man sagt die Pflanze der Unsterblichkeit und das heißt immer, wenn man jeden Tag so ein Blatt davon isst, dann wird man wirklich alt. Also das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass in Kräutern natürlich nicht nur ganz viele Nährstoffe drin stecken, nämlich so sekundäre Pflanzenstoffe, sondern einfach ganz viel energetisches Potenzial. Conny, dann würde ich sagen, begleite uns jetzt noch ein bisschen zum Fleisch, weil du hast ja auch gerade gesagt, also Bio und Fleisch passt auch gut zusammen und da haben wir noch was. Richtig, genau. Ich habe da schon was erspechtet und da würde ich sagen, wir schauen einfach mal rüber. Conny Hörl, was isst du denn da jetzt eigentlich genau? Ja, also wir haben jetzt hier eine ganz edel Trüffel-Wildleber-Pastete und um diesen Bogen zu den Kräutern wieder zu spannen, hier ist ein Kerbel mit oben drauf. Wild mag auch sehr, sehr gerne natürlich Kräuter wie jetzt Rosmarin oder Thymian, also wenn man jetzt einen Rehrücken zum Beispiel zubereitet, passt es sehr, sehr gut. Und Wild ist so ein wunderbares Beispiel, dass Fleisch wirklich gesund sein kann. Nämlich Wild, mehr Bio geht ja eigentlich nicht, gell? Wie wenn ich jetzt ein Tier esse, was wirklich in der freien Wildbahn gelebt hat. Und dadurch, dass sich diese Tiere auch so viel bewegen dürfen, haben die ein ganz anderes Fleisch, nämlich das ist viel, viel reichhaltiger an sogenannten Omega-3-Fettsäuren oder überhaupt mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Also beim Fleisch kommt es extrem drauf an, wo kommt es her und wie ist es produziert. Und da plädiere ich immer, immer für das Thema Bio. Ja, Conny, jetzt haben wir gesehen, also zum Thema Regionalität und regionale Produkte muss man nicht weit weg, aber das ist ja sowieso passend, weil regional heißt ja eigentlich von hier. Ja, so Regionalmärkte, Genussmärkte, wie es jetzt hier jeden Montag ist, so praktisch, weil ich habe hier einfach wirklich in der Nähe, jetzt gerade hier in Salzburg Süden, die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Lieferanten, gute Lieferanten auf einen Schwung sozusagen mitzunehmen und ich finde, das muss man wirklich hochschätzen, dass es diese Möglichkeit dann auch gibt. Bio, Genuss und alles, was dazugehört in der Shopping-Arena und unsere charmante Conny Hörl dazu. Ich sage danke, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen noch viel, viel spannende Momente hier bei uns auf RTS.